Merkelsches Schwimmbad in Esslingen. Das einzigartige Jugendstilbad. Lassen Sie sich im 34 Grad wohlig warmen Mineralthermalwasser treiben oder entspannen Sie in unserer Saunalandschaft. Verschiedene Klang-, Duft- und Lichtspiele wirken stimulierend auf die Sinne. ESTV – Videos aus der Region. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei ESTV. Mein Name ist Stefan Sandler und die Weihnachtszeit ist ja bekanntlich auch die Zeit der Geschenke. Wir waren auf der Suche nach besonderen Weihnachtsgeschenken und dank eurer Hilfe haben wir da auch welche gefunden, die auch noch eine tolle Aktion mit dahinter haben. Was das genau ist, das erzählen wir euch hier im Beitrag. Viel Spaß dabei! Das ist Frau Fischer, Center Managerin vom DAS ES. Frau Fischer, wir sind heute ins ES gekommen, weil uns da eine Wunschbaumaktion irgendwie hergelockt hat. Erzählen Sie uns mal, was steckt denn dahinter? Ja, wir machen seit 5 Jahren haben wir die Wunschbaumaktion bei uns im Center. Wir wollten auch für die Esslinger Kinder, denen es nicht so gut geht und die zu Weihnachten nicht so viele Geschenke von den Eltern bekommen, wollten wir ein bisschen unterstützen und haben uns dann zusammengetan mit dem Agapedia Kinderzentrum in Esslingen. Und die bringen uns seit 5 Jahren immer 30 Kinder vorbei, die ihren Wunschzettel mitbringen. Die hängen wir immer dann an unseren Weihnachtsbaum ran. Die Besucher dürfen dann kommen, sich Wunsch aussuchen, pflücken und erfüllen und dann oben bei unserem Saturn abgeben. Und dann kurz vor Weihnachten kommt der Weihnachtsmann mit seinem Engel vorbei und verteilt dann die Geschenke an die Kinder. Auch beim Modehaus Kögel gibt es eine Wunsch-Weihnachtsbaum-Aktion. Hier hängen auch noch einige Sterne bereit, wo die Wünsche draufstehen. Also ihr habt dann noch bis zum 17. Dezember Zeit, euch einen Stern abzupflücken, den Wunsch zu erfüllen und das Geschenk zu kaufen, beim Modehaus Kögel wieder zurückzubringen, die verpacken es. Und ganz wichtig, das kommt den Kindern des Frauenhauses in Esslingen zugute. Also wirklich eine super tolle Aktion. Jetzt wollen wir uns mal auf der Straße umhören, was die Leute hier für Wünsche oder für Ideen zu Weihnachten haben. Kommt doch gleich mit. Carina ist hier bei mir. Carina, hast du schon Geschenkideen? Ich finde so ein bisschen natürlichere Sachen immer nicht schlecht. Gerade auf dem Weihnachtsmarkt gibt es ganz viele tolle Stände mit so Seifen oder irgendwelchen Ölen, Haarseifen, solche Sachen finde ich ganz cool. Damon, hast du schon Weihnachtswünsche? Ja, natürlich habe ich Weihnachtswünsche. Und zwar, ich wünsche mir einen brandneuen AMG Mercedes matt schwarz mit goldenen Felgen und Cremelederausstattung. Hast du schon jemanden, der dir den Wunsch erfüllt? Nein, dieser Wunsch wird mir leider niemals erfüllt werden. Das hört sich nicht gut an, aber ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen dabei. Danke, Damon. Schöne Weihnachtszeit. Und wie sieht es denn bei Ihnen aus? Haben Sie schon Wünsche für Weihnachten? Also was ich jetzt im Moment gerade ganz arg genieße, das ist mit meiner Freundin hier auf dem Weihnachtsmarkt zu sein. Das finde ich auch sehr schön, in der Vorweihnachtszeit es einfach zu genießen, sich Zeit zu nehmen für Freunde, für liebe Bekannte. Und was ich mir wünsche, ich wünsche mir einfach eine schöne Zeit mit meiner Familie, Erholung in den freien Tagen und ja, mal gucken, was sonst noch kommt. Das waren wirklich zwei schöne Aktionen, die wir euch hier vorgestellt haben. Gerade für Kinder, für die ist Weihnachten ja was ganz Besonderes. Vielleicht war auch noch der ein oder andere Tipp für euch für Weihnachten mit dabei. Für mich war es die letzte Moderation in diesem Jahr. Ich freue mich auf euch, aufs nächste Jahr 2020. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, eine schöne Weihnachtszeit und natürlich einen guten Rutsch. Ciao, ciao.